Die heiligen Gräber bezogen sich auch auf eine Stelle aus dem Buch des Propheten Jesaja, wo es heißt, dein Grab wird ruhmreich sein. Und man ist praktisch hergegangen und hat von daher sehr opulente heilige Gräber gestaltet. Das ist, wenn Sie so wollen, im besten Sinne Theatrum Sacrum, heiliges Spiel. Und es geht sicher auch auf die Tradition zurück, dass in der Zeit des Barocks gerade die Jesuiten auch das Theatralische besonders herausgehoben haben. Natürlich ist es, hat es auch einen Schaucharakter, aber so ist es auch angelegt. Das Besondere ist, dass es zum einen einmal gut 300 Jahre alt ist. Also es sind verschiedene Teile, die sind jünger, einige sind älter. Aber dass es eine Tradition seit dem 17. Jahrhundert gibt in dieser Stadt, dass heilige Gräber aufgebaut wurden. Ja, es soll erinnern an die Grabesruhe Christi, aber es ist natürlich der andere Aspekt auch dabei, wenn ich den toten Christus im Grab bedenke und betrachte und davor meditiere, werde ich natürlich automatisch auch an meinen eigenen Tod und mein eigenes Sterben erinnert, um sich dann später noch einmal deutlicher der Auferstehung bewusst zu werden und auch in sich zu gehen, zu meditieren.